Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Gurago und diese Therapie ist nackt. Kostenlos! Wir sind hier bei Let's Play Evoland 2 und versuchen mal unsere lustigen Bücher mit den Trinkspielen an die Mädchen zu verkaufen. Mal gucken, was die dafür von halten. So, reden wir mal mit dir hier. Vorsicht, der Schlüssel darf nicht verloren gehen. Alles klar. Okay, du willst Bücher haben. Lustige Trinkspiele. Oh, ihr habt uns ein Buch gebracht. Dann wollen wir mal sehen. 50 Trinkspiele? Das würdet ihr einem unschuldigen Mädchen geben? Ja, natürlich. Andererseits wird es sicher als nützlich erweisen, wenn wir älter sind. Ihr habt also eurem Versprechen gehalten. Deshalb hier, das ist für euch. Oh, was kriegen wir denn jetzt, ja? Ein Stern, der vielleicht unseren Namen trägt. So, redet auch nochmal mit uns, Uschi hier. Wir können euch hoffentlich trauen. Natürlich, ich habe euch ein Buch gegeben über Trinkspiele an minderjährige Mädchen. Also, wie kann man dann mir nicht trauen? So, wir brauchen einen Geleitschein. Den dürfen wir wahrscheinlich hier drüben bekommen. Irgendwie bei einem der Händler. Obwohl, hast du, apropos Händler, kannst du was verkaufen? Hallo, wir verkaufen jede Menge hochwertige Produkte. Alle mit dem Kraft von Smug hergestellt. Sucht ihr etwas aus? Haben wir schon alles. Verlassen. Danke und kommt bald wieder. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das Haus der Händler sind, dieses Händlerhaus. Ob wir das finden, könnte auch das große Ding hier sein. Nee. Oh, das sieht aber schick aus. Genau, und da gehe ich mal rein. Da wir ja bis jetzt das erste Händler und der einzige, mit dem wir überhaupt gesprochen haben, mal gucken, ob der uns helfen kann. Herr Schlamassel, seid gegrüßt, Bürger. Was kann ich für euch tun? Mist. Ah ja, ein Boot. Ihr wollt also vermutlich zur verfluchten Insel. Das ist ein merkwürdiger Ort. Ich an eurer Stelle würde mich davon fernhalten. Aber wie ihr meint. Ihr braucht nichts weiteres als einen von mir unterzeichneten Erklärung zur höheren Gewalt, um sie zu stechen. Natürlich nicht und unentgeltlich. Ihr habt etwas, das ich handeln möchtet. Schlüssel zu eurem Haus. Treuabzeichen. Oh. Ach, das ist eines dieser Abzeichen meines Großvaters. Ich dachte, die wären alle in der großen Katastrophe verloren gegangen. Sie haben ausschließlich idealen Wert. Überlasst mir mit Ausstoff für einen Gleitbrief. Ja. War reiner Zufall. Danke. Ich bitte, wie versprochen. War eigentlich nur geraten. Ein Gleitbrief. Captain Stubbing wird euch mit großen Hand an Bord nehmen. Mit Kusses, Stubbing. Stubbing sagt mir auch irgendwie was. Hat das etwas mit Monkey Island zu tun? Die Frage ist, wo ist ein Boot? Mal gucken. Und gehen wir mal schlicks nach draußen, dann könnte die Wahrscheinlichkeit deutlich steigen, dass es ein Boot gibt. Oh. Da scheint ein Hafen zu sein. Verlockt uns natürlich auch mal in diese Richtung zu laufen. Einmal, wenn wir es können, hier mal das komische Gewitterding da. Pyramide des Prophetens. Na, gucken wir uns mal an. Ich bin ja so ein kleiner Forscher und möchte nicht gleich überall hin. Der große Störer wird euch alle strafen. Okay. Was geht denn hier ab? Nie. Womit habe ich solche Nichtsnutze nur verdient? Nie. Nun, will denn niemand das hier für mich öffnen? Wir haben jemanden gerufen lassen, ehrenwerter Prophet. Nie, ihr wagt es, mich hier schmachten zu lassen? Na, endlich. Ich sollte diesen Mechanismus schleunigst überarbeiten. Aber er ist der sicherste Methode, meinen kostbaren Zeitstein zu schützen. Ah, da ist der Zeitstein. Interessant. Da haben wir ja wieder was Entscheidendes gelernt. Jetzt wissen wir auch mal hören, wo der Zeitstein ist. So. Und sind überall. Oh, da unten steht auch einer rum. Da kommen wir mal runter. So, und reden wir mal mit den Freunden, ob die was zu sagen haben. Seid ihr das wunderschöne Pyramide? Wir waren diejenigen, die sie gebaut haben. Das waren viele Schwerstarbeit. Aber wenn alles unter Wasser steht, werden wir mit im Inneren Schutz finden.
Allerdings gibt es da ein kleines Detail, das mir Sorgen bereitet. Glaubt ihr, sie wird schwimmen? Nein. So. Ich will mal gucken, wo wir hier unten hinkommen, bevor ich mit ihm da rede. Oh, was hast du für ein Problem? Du guckst so geknickt. Die Zahl 5 hat mich schon immer fasziniert. So richtig fasziniert. Es ist eine ganz besondere Zahl. Findet ihr nicht auch? Sie taucht überall auf. Das ist zum eine die Geschichte von den 5 kleinen Schweinchen. Die Geschichte von den 5 Musketieren. Natürlich von den 5 Schlüsseln, die die große Zerstörer sammeln muss, bevor die Welt schutt geht. Asche legt. Ah ja, ausgebrochen merkwürdig. Warum 5? Mal gucken, was haben wir denn hier? Können wir damit was tun? Können wir damit interagieren? Nein, können wir leider nicht. Okay. Kommen wir zu dir, Freundchen, ja? Der Zeitstein zu berühren war schon immer mein Traum. Diese Ehre gebührt aber nur dem Propheten. Unser größter Schatz wird in der Spitze der Pyramide sicher verwahrt. Ich glaube, wenn man ihn berührt, kann man mit dem großen Zerstörer kommunizieren. Alles klar. Okay, was wollt ihr, Jungs? Wollt ihr die Prüfung für die Novizen ablegen? Ja, Prüfung, super. Wir sind gerade gut drauf. Hört euch mal Fragen genauer an und wählt die korrekte Antwort. Der große Zerstörer war der erste Omen für die Vernichtung der Welt. Was wird wohl der zweite sein? Okay, Heuschreckenplage? Die Sintflut. Genau, der hat ja was von Regen erzählt, der da oben. Ah, deshalb werden wir die Pyramide errichten. Damit wir alle überleben, werden die Welt überflutet wird. Eure Novizen ist nicht ganz abgeschlossen. Sprecht mit den anderen Professoren, um die Prüfung festzusetzen. Okay. Wollt ihr die Prüfung für die Novizen ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Frage genau an. Wählt die korrekte Antwort. Bevor der Ende der Welt vernichtet ist, muss der Zerstörer etwas tun. Und was? 5 Schlüsse sammeln. Das war der andere Freund da unten. Ja, genau. Hinter dem Begriff Schlüssel verbirgt sich bestimmt noch etwas anderes. Doch es war die Zahl 5. Betrifft ist ja ganz unvermissverständlich. Eure Novizenausbildung ist noch nicht ganz abgeschlossen mit der anderen Prüfung. Wir weiß noch gar nicht, warum wir das in der Story machen, aber wir machen es einfach mal. Wollt ihr die Prüfung der Novizen ablegen? Ja. Also hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Das große Auge ist das Symbol des großen Zerstörers. Es ist in unser wertvollster Schatz eingraviert. Was ist es für ein Schatz? Der Zeitstein. Gut gemacht. Der Zeitstein ist tatsächlich eine der Spitze der Pyramide aufbewahrt. Der Prophet hat ihn kurz nach der großen Katastrophe nicht weit vom Smog entdeckt. Gratuliere, ihr habt die Prüfung der Novizen bestanden. Doch das ist erst der erste Schritt, um ein Anhänger zu werden. Müsst ihr im Sturmtal gehen und Alpha besteigen. Rauf auf dem Gipfel des Alpha müsst ihr einen ganzen Tag lang von unserem Symbol des großen Auge meditieren. Erst dann würden wir bereits den Anhänger beizutreten. Okay, da haben wir wahrscheinlich schon eine kleine Nebenquest gerade erledigt. Oh, Geld. Jetzt zerlegen wir euer Gefäß hier. Ja, Scheide kann man nicht zerlegen. Wahrscheinlich werden wir das brauchen, damit wir dann in die Dings da reinkommen. Mal gucken, was du uns erzählst. Ich bin hier, um den Anhänger beizutreten. Die Novizenausbildung ist echt schwer. Man muss ziemlich viele Fertigkeiten lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Alles klar. Ist ganz einfach. Komische Fragen beantworten und du hast es geschafft. So. Da kommen wir noch nicht rein. Erzählst du dir noch was Neues? Der Zutritt zur großen Augeprüfe ist beschränkt. Die darf nur vom Propheten und den ältesten Anhänger betreten werden. Nach dem Schlüssel zu suchen ist sinnlos. Die Tür kann nämlich nur von innen geöffnet werden. Das kann gelegentlich zu echten Problemen führen. Vor einigen Tagen zum Beispiel stand der Prophet plötzlich vor der Tür, weil er zog. Die Tür aufzubrechen dauerte eine ganze Woche und danach musste sie ausgetauscht werden. Daraufhin erklärt der Prophet Zugluft zu einem Omen für die Vernichtung der Welt. Alles klar. So, was hast du für ein Problem? Du guckst auch so beduckt. Versuch bloß nicht, die Pyramide hochzuklettern. Sie ist so schlüpfrig, dass nur noch nicht einmal die berüchtigten Ninja-Eichhörnchen es bis nach oben geschafft haben. Ins Innere müsste man sich aus der Luft Zutritt verschaffen, doch ohne Flügel lässt sich das nicht erreichen. Wie man schon sagt, wenn Menschen fliegen. Alles klar, da war so der Hinweis. Fliegen, kommen wir da rein. Okay, da war so eine kleine Exkursion, habe ich gerade das Gefühl. Das Reich der Propheten. Aber wir wollen ja eigentlich zur Insel, zum Mageliten.
Wir wissen aber schon mal, wo der Dingstein ist und so mit unserem Plan mal wieder hinkommen. Aber zuerst gehen wir mal nach hier. In der Serahäfen. Oh, wieder. Oh, ein Seil? Können wir das mitnehmen? So. Den ganzen Tag lang Kisten und Fässer zu stemmen ist anstrengend, aber lukrativ. Alles klar. Wenn wir einen Job brauchen, Fässer und Kisten. Als Frau eines Seemanns brauche ich man Geduld und da darf sich nicht zu viel Sorgen machen. Vor allem bei der vielen Geschichten, die die Leute über die verfluchte Insel erzählen. Okay. Oh, Fässer tragen, ja. Da gibt es so eine ganze Menge Fässer zu tragen, ja. Okay. Bevor wir weitergehen, gehen wir mal gucken. Guck mal im Briefkasten, was drin ist. Nein, in die Hütte kommen wir nicht. Schade eigentlich. Ah, das ist ein anderer Kasper. Das Leben auf See ist kein Zuckerlecken. An Land ist es aber noch schlimmer. Immerhin ist die Captain nicht hier, um uns ins Auge zu behalten. Ja. Noch so ein Geschniegelter hier. Seeleute sind sehr abergläubisch. Hört euch bloß an, was sie über die verfluchte Insel sagen. Sie glauben, dass es dort der Geist der grausamen Piraten Roberts dort lebt. Niemand weiß, ob es ihn überhaupt gegeben hat. Also, sein Geist. Okay, wir haben mal. Kommen wir in die Hütten rein hier? Leider nicht. Und die Hütte hier? Auch leider nicht. So, dieser letzte Sturm hat noch mehr Flut ausgelöst. Mit jedem Jahr wird es schlimmer. Wenn das so weitergeht, wird der Hafen nur ganz im Meer versinken. Alles klar. Halt, du, nicht weglaufen. Mit dir will ich auch reden. Das Leben auf See ist kein Zucker. Das haben wir ja schon. Zuckerschlecken hatten wir ja schon. So. Du, mein Freund hier, machst den Knie. Puh, endlich sei eine kleine Pause. Der Captain lässt uns schindern, aber der Seemann zu sein ist eine Bestimmung. Das offene Meer in unsere ist ins Unbekannte zu segeln. Das ist der große Abenteuer. Wenn da bloß nicht so viele Planken zu schrubben, Segel zu bergen und Tore zu reparieren wären. Ein sehr armseliges Pack. Oh, Prophet, ja. Ich bin hier, um an Bord zu gehen, doch der Captain weigert sich, auszulaufen. Auf das Zorn des großen Zerstörers hin niederstrecken, also nachdem wir ihn angekommen sind, meine ich natürlich. Unterwegs wäre es mir lieber, wenn nichts passieren würde. Alles klar, du, mein Freund? Wenn ihr in See stechen wollt, müsst ihr mit dem Captain fragen. Er entscheidet, wann es auslaufen ist, wohin wir segeln. Ah, Captain. Vorerst darf der Hafen nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl, ich habe fast immer recht. Muss der Geist des berühmten Piraten Robert sein. Ich sag euch, diese Insel vor der Küste ist verflucht. Mann, ihr auslaufen wollt, müsst ihr eure Erklärung zur höheren Gewalt von jemand anderen im Handelsrat holen. Oh, rührt ich mich nicht von der Stelle. In Genua solltet ihr sowas klar machen können, wenn ihr ein bisschen sucht. Aber billig wird es nicht. Händler sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie die Sachen verschenken. Rein zufällig haben wir hier so einen Geleitbrief da. Ach was, soll's. Sagt nicht, ihr hättet euch nicht gewarnt. Ihr habt ungutes Gefühl bei dieser Reise. Also, wo wollt ihr denn genau hin? Was? Ihr wollt zur verfluchten Insel? Muss wohl mein Glückstag sein. Ich warne euch im Voraus. Auf gar keinen Fall legen wir dort ihre. Könnt ihr das Ruderboot nehmen? Danach wird es wir an Bord kommen. Und ich werde höchstens eine Stunde lang auf euch warten. Wenn ihr nicht lebend wieder zurückkommt, ist das euer Problem. Ihr habt mich klar ausgedrückt? Ja. Okay, also wollen wir jetzt auslaufen? Ja. Also gut, auf geht's. Wir machen ein kleines Bootfädchen-Fahrtchen hier. So, die Frage ist, wo ist die komische Insel? Ah ne, der fährt von alleine. Brauchen wir nichts tun. Nur von alleine hinfahren. Oh. Der lenkt auch von alleine, legt auch von alleine an. Beziehungsweise wir dürfen hier rudern. Okay, unser Ruderbötchen. Da sind wir. Das also ist die verfluchte Insel. Eigentlich ganz hübsch hier. Ich hätte meinen Badeanzug einpacken sollen. Badeanzug klingt gut. Oh, was passiert, wenn ich mit ihm hier rede? Also gut, können wir jetzt zum Schiff zurückkehren? Nö. Bloß schnell, bevor der Geist kommt und uns auffrisst. Sieht schon mal spannend aus. Oh, noch mehr Dialog. Das müssen die Magikruinen sein, in der Dekan in der Bibliothek erwähnt hatte.
Aber wohin ist der Maglit verschwunden? Ich hoffe, er ist nicht unter all dem Sand verschüttet. Naja. Exterminator, wisst ihr zufällig, wie man ihn freilegt? Mit Schaufel vielleicht? So, wir gucken mal weiter um. Natürlich wird der Maglit da drunter sein. Da riecht ja schon förmlich danach. So, aber ich will mal die Insel mal angucken, ob wir irgendwas Spannendes entdecken. Weil hier Kokosnüsse, da oben hängt eine Kokosnuss. Wir die Kokosnuss haben, ja. Riesenareale und wenig zum Interagieren. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr machen können, ob man mehr mit der Umgebung interagieren kann, statt nur stupide rumzulaufen. Gucken wir uns die Seite mal an hier. So ein bisschen ein paar witzige Gags aus den Kisten wäre ganz lustig gewesen. Okay, da wird es dann wahrscheinlich weitergehen. Wir gucken erstmal hier das Ding hier an. So. Interessante Frage. Oder vielleicht solltest du einfach mal da draufhauen, ja. Oh, das haben wir einen Weg gefunden, wie wir das ganze Ding freilegen. Ist ja gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Aber wie das jetzt weitergeht und was wir da drunter finden, das erfahren wir nicht mehr heute. Weil unsere Zeit ist nämlich schon wieder rum für Let's Play Evolent 2. Wir werden dann morgen erfahren, was sich da unter dem Sand versteckt oder auch nicht versteckt. Aber nicht mehr heute. Jetzt erfahren wir nur noch das, was jetzt kommt. Das hier am Ende ist die Endcard. Auf der schicken Endcard gibt es eine Videoempfehlung. Und zwar das letzte Unboxing. Und zwar der Loot Chest September 2015. Könnt ihr mal reinschauen. Das war die aktuelle Loot Chest von diesem Monat. Sicherlich war ja Schickes drin gewesen. Wenn ihr wissen wollt, was, dann müsst ihr da reinschauen. Wenn ihr neugierig seid, Bock auf das ganze Spiel und mehr habt, dann abonniert den Kanal, drückt auf den YouTube-Button, werdet ein Teil der Gruppentherapie und seid immer pünktlich zu den Sitzungsrunden. Das wäre doch toll, wenn ich euch hier begrüßen kann. Toll wäre auch, wenn ihr beim Social Media Kram dabei seid, Google+, Facebook und Twitter. Gerade Twitter und Facebook gibt es so die ein oder andere Info, die vielleicht mal wichtig sein könnte. Links und URLs auch unten nochmal in der Videobeschreibung, genauso wie der Kommentarbereich. Für den schreibt nächsten Tag rein, erzählt mal vielleicht, wie ihr so die Insel findet, was euer Eindruck vom Spiel ist. Einfach mal ein bisschen labern, ich habe Bock davon, von euch zu hören. Und nicht vergessen, wie können wir das eine Rätsel lösen? Einfach mal reinschreiben, ich habe Bock da drauf. Tja, was haben wir sonst noch Feines? Genau, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten. Wenn nicht, ist auch okay. Ich kann damit umgehen, denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.